So, schönen guten Morgen, Freunde. Wir haben jetzt ungefähr 3.49 Uhr. Nein, war ein Spaß. Nein. Hallo Freunde, willkommen zurück zum nächsten Tutorial. Ich glaube, das ist womit das Wichtigste, was es überhaupt zu beachten gibt. Und zwar, wir bearbeiten jetzt ein bisschen die YMAP und die Integration in CodeWalker sowie auch ein Erstellen von deren DLC, damit die ganzen Modes auch überhaupt in CodeWalker überhaupt geladen werden. Wir fangen am besten auch erstmal an mit dem DLC. Da gehen wir am besten bei CodeWalker in RPF Explorer. Genau. Ich habe auch ein Template reingemacht vom DLC. Das könnt ihr gerne auf meinen Discord dann runterziehen. Ja, ist unter Downloads. Und wo ihr das einfügen sollt, erkläre ich euch gleich, wenn das Ding sich endlich mal öffnet. Lalala, so, genau. Also, ihr seht hier schon, ich bin hier sogar schon drinne. Ich habe hier auch schon mehrere Ordner drinne. Das ist der Vorteil von dem DLC, was ich so gebastelt habe. Weil irgendwie die anderen, es gibt ja sämtliche Tutorials dafür, ja, die anderen... die machen das alle anders, die packen das alle hier unten bei Update rein und dann bei 64 und so. Weiß ich nicht, bei mir klappt das irgendwie nicht. Ja, deswegen habe ich mich ja so ein bisschen kundig gemacht und ja, schlussendlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich das hier in den Modes-Ordner reingeknallt habe. Genau, wir gehen dann hier oben, also seht ihr hier die Hierarchie auch wieder. Ja, so, und da bei Modes-Ordner, dann sind wir bei Update, ja. Wir machen es mal hier, Update RPF. Ich glaube dann X64, genau. Und dann hier DLC Pack. Dann kommt Custom DLC. Ja, DLC RPF. So, X64, einfach durchklicken bis zum Schluss. Und nach GTA 5. Da könnt ihr einfach x-beliebig Ordner erstellen. Und die werden dann alle geladen, ja. Ihr müsst nichts in der DLC-List aktivieren. Ihr müsst auch bei CodeWalker nichts aktivieren. Also klar, DLCs müssen angemacht werden. Modes müssen auch aktiviert sein. Aber ihr müsst halt nicht auswählen, ja, was für ein DLC ihr gerade wollt. Bei wem es klappt, ja, mit den anderen. Und auch mit den DLC-List und DLC. Da lasst es zu. Wenn es klappt, klappt es so. Aber meistens zeigt er deinen CodeWalker nichts an. Ja, deshalb ist das die einzige Möglichkeit bei mir, dass es funktioniert. Und wie gesagt, man kann hier verschiedene Ordner reinmachen. Ja, und die werden geladen. Wichtig ist natürlich, wenn ihr mehrere Ordner habt, denkt dran, nicht alles MLO1 zu nennen. Ja, zum Beispiel ich hier. Habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Ist soweit dann nicht tragisch. Ich glaube, er nimmt immer das Neueste, was ganz oben steht. Habe ich so den Eindruck, ich weiß es nicht. Dann müsst ihr rumprobieren. Ihr könnt auch, wie gesagt, macht einfach da MLO1, dann MLO2. Und schon ist das nicht das Problem, ja. Weil diese Daten hier, die müssen natürlich dann integriert werden. Okay, wir werden jetzt zum Test, beziehungsweise nehmen wir das mal hier raus. Ich habe hier einen neuen Ordner. Hier ist ja eigentlich alles drauf, genau. So, ich werde den einfach mal löschen, okay. Also ihr könnt, wie gesagt, x-beliebig, ja, ich will den löschen, so. Das ist jetzt natürlich unser Ordner, ne? Den habe ich schon ein bisschen vorgemacht, genau. Können auch einmal blank ziehen. Ich kann euch gleich sagen, für Demonstrationszwecke, die Tankstelle funktioniert immer noch nicht. Ja, und auch mein Test, den ich hier gemacht habe, um das zu überprüfen, der funktioniert auch nicht. Das ist, also, da habe ich mal ein Tutorial gemacht von jemand anders und da komme ich auch nicht weiter. Also da fängt es mit der Collision an, die wird bei mir irgendwie nicht angezeigt in RPF Explorer. Keine Ahnung. Ich werde aber zu Demonstrationszwecken noch ein anderes machen. Dann nehme ich nachher noch eine andere Garage. Ich werde dann einfach da durchswitchen und dann treffen wir uns dann zu dem Punkt nachher wieder, wenn es denn soweit ist. Aber das Prinzip ist dasselbe. Also das Einfügen im DLC hier alles ist alles dasselbe. Ja, gut. Zum Punkt um mein DLC Pack. Ja, ich glaube, ich habe das hier DLC Pack. Genau. Ab, glaube ich, hier habe ich es geladen. Ne, warte mal, bei X64, genau. Ich glaube, hier müsst ihr es einfügen. Ich habe, glaube ich, DLC-Pack gemacht. Ist eine WinRAR, also ein RAR-Dings. Ihr müsst das entpacken. Entweder mit WinRAR oder mit WinZip, je nachdem, was ihr habt. Und dann packt ihr es einfach hier bei X64 rein. Ja? So.
Und dann, wie gesagt, einfach durchklicken bis zum Schluss. Und dann könnt ihr hier bei nach GTA 5 könnt ihr eure Ordner reinmachen. Da könnt ihr zum Beispiel auch Props einfügen. Da könnt ihr MLO1 schreiben. Da könnt ihr, was weiß ich, nicht schreiben. Okay? Die alle nach GTA 5 werden alle geladen. Und ihr müsst auch kein Skript haben oder nichts. Es funktioniert einfach so. Okay? So. Dann das nächste. Damit ihr immer wieder bei diesen Ordner auch auftaucht, gibt es hier im FPF Explorer eine Option. Da geht ihr drauf. Ihr könnt hier erstmal schon mal eingeben, Start im Edit Mode, dass ihr das gar nicht erstmal wieder aktiviert. Wenn ihr natürlich so schusselig seid und vielleicht außersehen irgendwas ändert ab und zu, dann würde ich es vielleicht draußen lassen. Dann macht es wirklich nur an, wenn es wirklich nötig ist, ja. Wenn ihr aber euch sicher seid, was ihr tut, dann könnt ihr es gerne anlassen. Dann geht ihr hier in Start in Folder und drückt dann zum Beispiel hier Set to Current Folder. Bedeutet, dass ihr jedes Mal, wenn ihr das Ding startet, immer wieder in dem Ordner, wo ihr das gerade gedrückt habt, anfangt. Ja? Tut ihr das nicht, tut ihr zu Default machen, startet die immer wieder hier vorne. Irgendwo bei Modes oder so. Oder hier bei GTA 5. Das hier wird wahrscheinlich euer Startbildschirm sein. Ja? Ist natürlich, und das ist auch alles zu. Also so war es bei mir. Ja? Da müsst ihr euch immer durchklicken und suchen. Dauert natürlich Zeit. Deswegen, Start in Folder. Macht dann hier, wenn ihr den Ordner drin seid, Dings. Na gut, wir können es ja gleich mal ausprobieren. Ja, ich schließe das Ding einfach einmal, öffne es wieder neu. Und dann seht ihr das, dass das sich, weil ich es eingestellt habe, wieder in diesen Ordner da. So, tada. Ja? Klappt alles wunderbar. Okay, gut. Genau. Genau, das war das DLC jetzt. Jetzt, damit wir die Dateien auch in Codewalker angezeigt bekommen. Habe ich es nicht vergessen, aber ich glaube, das passt. Genau, DLC, blablabla, ist alles durch. So, genau. Nächste, Tutorial. Ja, gehen wir in unser Ordner rein. Da haben wir ja schon hier was vorbereitet, bei der Map zum Beispiel. Achso, das Map DC für den Server müssen wir natürlich auch noch machen. Kommt noch, ja. Das machen wir dann auch noch alles. Test nachher. Wir haben jetzt die Occlusion schon fertig gehabt. Die ist hier irgendwo. Genau, das ist er, ja. Die ziehen wir einfach hier rüber und unseren sozusagen Custom TSC, was wir gebaut haben in RPF, nicht zu vergleichen mit im Stream-Ordner, ja, nachher beim Server. Die heißen eigentlich auch DLCs, ja, aber hier ist es einfach nur sozusagen ein DLC, oder man kann auch besser sagen ein Mode. Meistens hat man das gemacht damals für den SP-Modus, ja, damit das im SP-Modus geladen wird. Deswegen hat man nicht damals diese DLC-Geschichte, diese Modes-Geschichte eigentlich so gemacht. Ja. Normalerweise geht es auch ohne das. Ja, da hat man dann, glaube ich, früher OpenV genommen. Oder eigentlich kann man das auch übermachen. Man muss kein DLC machen zum Umwandeln, Exportieren, Importieren. Braucht man eigentlich gar keinen Modes-Ordner. Es geht nur darum, dass es im Codewalker angezeigt wird. Aber eigentlich braucht man das auch nicht. Es ist, wie gesagt, alles nur zu Optik. Ja. Man kann das auch alles ohne machen. Wenn man das zum Beispiel im SP-Modus oder so machen will. So, genau, das war jetzt so die Y-Map. Genau, die ist nun mal fertig. Und das nächste, wir haben ja sozusagen das MLO einmal fertig. Es ist hier. Ja, ich habe hier schon die Y-Map gemacht, die kann ich erstmal löschen, die ist erstmal nicht wichtig. Manifest genauso. Genau, jetzt passt es. Okay, also wir müssen alles, was wir sozusagen bearbeitet haben, in unser Custom DLC reinmachen. Ja, das heißt, wenn wir die Occlusion haben wir drin, dann haben wir hier das normale, beziehungsweise die detaillierte Collision. Wir haben unser MLO. Wir haben die White Type haben wir auch. Die brauchen wir, die lassen wir noch draußen, die brauchen wir nachher in Codewalker, die White Type. Ah ne, die müssen wir leider auch mit reinmachen, die White Type. Das ist ganz wichtig, stimmt, die ist ganz wichtig, weil dann weiß Codewalker, das MLO ist verknüpft mit der MLO Collision. Ja, das steht alles in dieser Y-Type hier drin. Ganz wichtig. Haben wir keine Y-Type hier drin, kann es passieren, dass in Codewalker kein Objekt angezeigt wird. Ja, das vergessen auch viele, diese Y-Type rauszulassen. Wichtig ist JDR und die Collision. Falls eine Embed Collision ist, reicht die JDR und die Y-Type. Ja, ganz, ganz wichtig. Die Y-Type definiert sozusagen, wie dieses Objekt heißt, wie dieses Objekt aussieht und so weiter. Okay? Also für Integration in Codewalker unerlässlich. Ganz, ganz wichtig. So, dann haben wir
Und unser Exterior, die Collision, dann haben wir das Modell, das ist auch ganz wichtig. Alles, was wir wie gesagt bearbeitet haben. JTD, das sind nur Texturen, das ist nicht wichtig. Das auch noch mit rein, hier Gastikol. Genau, und das, jetzt kommt das Knifflige. Jetzt müssen wir alles einmal überprüfen. Okay, Occlusion ist klar, die haben wir gemacht, die war fertig. So, dann kriegen wir hier Rechtsklick auf View. Okay, und dann jetzt müssen wir gucken hier, ob das alles draußen ist. Und wie wir sehen, da ist alles draußen. Das passt soweit alles, ja? So, das ist die detaillierte Collision. Dann haben wir noch die andere Collision, das ist die hier. Das ist sozusagen die grobe Collision. Auch draußen, ja? Das ist genau das, was wir haben wollen. Super. Dann das Model ist auch alles draußen, ja? Bei den Gläsern habe ich rausgefunden, man kann ja reingucken. Deshalb sieht man hier auch durch. Okay. Und ihr seht generell durch, was dahinter ist in CodeWalker. Auch beim Model von eurem Milo seht ihr genau dasselbe. Ihr könnt immer durchgucken. Erschreckt euch nicht, es ist alles gut. CodeWalker, ja, macht das so, damit ihr einfach nur gucken könnt, was dahinter ist. Ja, weil manche MLOs sind so groß und ihr wollt halt auch gucken, was ist dahinter. Vereinfacht das. Überprüft es einfach, wenn ihr rotieren könnt. Und ihr seht überall eine Textur drauf. Dann ist alles gut. So wird es auch dann im Spiel angezeigt. Okay. Ihr könnt auch hier gucken, ein bisschen ranzoomen. Und so wie es da drin ist, ja. Geht auch anzoomen, geht auch nicht, weil er eben durchgucken möchte. Er zeigt auch die Decke nicht an von innen. Das sehen wir aber dann nachher innen. Also im CodeWalker direkt sehen wir das nachher. Ja. Das ist ja wie gesagt nur so ein Vorschaubild hier. Aber wie gesagt, wenn ihr rumscrollt und ihr seht überall eine Textur, ist das alles okay. Ja. Gut, nächste. White Type brauchen wir nicht. Obwohl bei der White Type müssen wir natürlich überprüfen, wegen der Portale, die wir gemacht haben, ob auch die Portale definiert sind. Ah, hier mal Room 1, Limbo, ganz wichtig. So. Okay. Und was für den Anfang wichtig ist, Portal Count. Wir haben ein Portal drin, das muss bei Limbo und bei Room 1 gleich stehen. Die müssen immer gleich sein. Okay. So. Ansonsten, hier sind die Koordinaten des Portals. Das ist alles gut, das sieht alles gut aus. Okay. Super. Hier von Room 1 zu Room 1, zu Room 2, 0. Genau, das ist auch okay, so wie wir es gemacht haben, ja? So, wunderbar. So, Collision hat man noch. Hier dasselbe. Auch wieder, wenn alles da ist, beim Rotieren ist es okay. Fertig, ja? Was ich noch nachträglich machen musste, war hier bei Ghastly Calls. Ja, sozusagen beim detaillierten Modell von unserem Exterior. Da waren hier noch Lampen drin. Ja, die könnt ihr getrost entfernen. Das sind Emissive und beziehungsweise ein paar LODs. Die haben eh keine gute Textur. Ja, die könnt ihr hier getrost rausnehmen. Also alles, was sozusagen in diesem Milo drin war, sehen wir nachher sowieso nicht mehr, könnte aber zu Problemen führen. Das heißt, alles, was hier drin ist, macht ihr einfach raus noch. Ja? Bei mir waren jetzt hier noch Lampen drin. Einfach rausnehmen, exportieren und fertig. Beim Exportieren natürlich nicht vergessen, dass es wieder auf 0,0 zurückgesetzt wird. Also die Position, falls ihr zum Beispiel das angepasst habt. Ja, so. Genau. Das wäre erstmal sozusagen die Integration in das DLC. Ja. So, jetzt öffnen wir einfach mal CodeWalker direkt. Damit wir angucken können, ob alles geladen wurde. Wenn ihr alles richtig gemacht habt und dass dieses hier auch wirklich lauffähig ist, dies und das, sollte jetzt im CodeWalker die Tür nicht mehr da sein. So, weil das, was wir ausgeschnitten haben. Aber wir können auch schon rübergehen. Und ihr seht ja, wie gesagt, ich brauche hier nichts zu machen. Ich brauche kein DLC-Level einzustellen. Ich muss auch nichts in der DLC-Liste aktivieren oder eintragen. Das braucht man alles gar nicht. So, da ist es. Tada. Da ist alles weg, ja? Alles draußen. Ja, die Tür ist, weil es eine Glastextur ist, ja? Deswegen, man kann ja, es ist ja so gewollt, dass man eigentlich bei Original GTA auch reingucken kann. Da sind ja diese hässlichen Grafiken drin, ja? Diese LODs, LODs oder wie das nennt. So, genau. Aber man sieht, dass Glastextur da ist, ja? So.
So grünlich ist die. Gut, genau. Also, dann fangen wir jetzt an mit Integration in CodeWalker. Wir gehen hier oben bei New YMAP. Ja. Genau. Damit wir sozusagen dem Spiel sozusagen eine Datei geben, die besagt, das und das musst du hier streamen. Ja, die YMAP besagt sozusagen, was im Spiel gestreamt wird. Eine Y-Type ist nachher für Objekte da, die besagt, welches Objekt muss geladen werden, welche Textur dieses Objekt und so weiter. Okay, also, Map, ich bin, wie gesagt, immer alles so gleich, ist auch nachher für dieses Template, ich habe ja auch ein Map-Template nachher für euch, für das DLC zum Stream, da macht ihr einfach, wie gesagt, alles MLO1 oder das nächste MLO2, das ist nachher vollkommen egal. Ja, wichtig ist, dass das halt richtig passt. So. Dann, wenn wir das hier umbenannt haben, machen wir einmal Calculate Extents, Calculate Old Flex. Ja. So. Und dann gehen wir hier drauf, einmal anklicken, dass so, dass der blaue Rahmen ist. Dann auf YMAP, New Entity. Und dann sehen wir hier unser schönes Drachenei. Ob da jemals ein Drache rauskommt, weiß ich nicht. Oder ist es ein Alien-Ei. So, dann gehen wir hier bei Archetyp. Und dann können wir jetzt schon MLO1. Ihr seht, MLO1 klappt schon mal ganz gut. Ihr seht das auch. Aber das ist auch der nächste Fehler. Viele machen nur das Interior rein. Das stimmt aber nicht. Ihr müsst eure Collision hier einfügen. Ja, MLO1 Collision. Wir haben ja bei unserer Y-Type haben wir die Collision mit dem MLO verknüpft. Deshalb wird hier nur die Collision geladen. Okay, sonst könnt ihr alles hier lassen. Alles gut so. So. Jetzt stimmt natürlich die Dings nicht. Stimmt, ich habe hier mal ein bisschen rumprobiert. Bei euch müsste das irgendwo hier hinten sein. Ist alles nicht tragisch, alles nicht schlimm. Das kann man mit der Position wieder ändern, ja? Und zwar, ich muss es jetzt nicht so machen, ihr müsst es aber so machen. Um die Position wieder zu erfassen. Entweder ihr guckt in der YMAP von diesen Dingen. Wir blenden ihr das mal aus. Warte mal. Genau, ist das nächste. Wenn ihr nämlich den Namen falsch schreibt, steht nämlich hier beim Hash not found. Das besagt, dass ihr keine Y-Type mit drin habt. Das heißt, CodeWalker kann nicht laden, was ihr da eingegeben habt. Passiert meistens, wenn die Y-Type fehlt. Ja, da steht dann not found. Okay? Wenn ihr jetzt wieder das richtig eingibt, sagt die Y-Type, okay, das ist das Objekt mit den Texturen. Okay, gut. Also wichtig, zum Importieren immer Modell, Collision, entweder Embed oder Statik. Ja? Statik bedeutet einfach, dass er extra ist. Statik bedeutet andersrum. Statik bedeutet, dass sie drin ist und Embed, ja, ist eigentlich fast dasselbe. Es gibt eine statische und es gibt eine externe. Ja, also Embed bedeutet einfach Statik. Fertig. So, aber wir belassen uns auf Embed und auf nicht Embed. Fertig. Wie gesagt, die Fachbegriffe sind eigentlich völlig unrelevant. Aber man muss sie trotzdem mal wissen, falls man irgendwo mal noch ein Video guckt oder falls man irgendwo noch ins Forum geht und Hilfe verlangt und die klatschen einen da, du musst Embed und Statik und bla 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 und so. Ja, also. Es ist, wie gesagt, falsch, wenn ihr richtig den Namen eingegeben habt, aber beim Hash zeigt er an, not found. Dann fehlt wahrscheinlich in den meisten Fällen die Y-Type. So. Genau, wir machen es erstmal hier weg. Ich muss hier nämlich ran. Also, wir wählen das hier an. Zack, zack. Ja, Gas-Decoil. Meistens steht es auch hier schon. Hier drüben im Projektfenster. Wir machen das ja erstmal hier kurz weg. Ja, erschreckt euch nicht. Jetzt macht ihr eine Liste auf. So könnt ihr übrigens auch die ganzen Dinger bearbeiten. Ja. Auch alles über eine Y-Map. Dass die YMAP dann einfach auch mit gestreamt wird. Ja. Also so müsst ihr das machen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier, das hier löscht, ja, dann müsst ihr diese YMAP natürlich auch mit streamen. Das ist klar. Weil ansonsten streamt das Original wieder drauf. Sollte eigentlich nichts Neues sein, sollte eigentlich selbsterklärend sein. So, in unserem Fall brauchen wir aber das Riesending hier. Gas, genau. Und hier ist unsere Position. Ja. Diese kopieren wir. Ihr könnt das Ganze auch, wenn ihr bei Selection geht, dann habt ihr auch eine YMAP. Hier steht das auch drin. Sind auch die Koordinaten von dem Ding drin.
Da könnt ihr sie rausholen. Ihr könnt sie auch, wie gesagt, direkt hier rausholen. Ist eigentlich Jacke wie Hose, ja? So, genau. Das brauchen wir hier aber nicht, deswegen wählen wir das an. YMAP und dann Remove vom Projekt. Okay, so, und schon ist es weg. Dann gehen wir hier wieder auf unser Entity, Collision. Machen wir das wieder richtig. Und fügen die Position ein. So. Ja, meins, wie gesagt, ist jetzt natürlich ein bisschen verzogen. Euers müsste jetzt hier drin sein. Okay? Wenn ihr das nicht anders geändert. Ich habe es natürlich ein bisschen umgeändert. Ich wollte nämlich was ausprobieren. Hat aber leider nicht geklappt, das ausprobieren. Ich habe es nämlich... Die sagen nämlich alle, das MLO muss beim Nullpunkt hin, ne? Also 000 beim Exportieren. Habe ich gemacht, habe gedacht, es funktioniert dann besser, aber es ist nicht so. Also, wenn ihr das so habt, wie gesagt, müsste es dann hier drinne sein. Es ist dasselbe, als wenn ihr es auf 00 habt. Ich müsste es jetzt einfach bloß nochmal hier hinschieben. Irgendwie. Und für alle, die das auch so gemacht haben wie ich, nochmal auf 00 gesetzt. Ihr müsst es einfach bloß ein bisschen zurückschieben und dann passt es eigentlich, ja? So. Genau. So. Und das ist nämlich das Problem, was ich habe. Es wird irgendwie nicht angezeigt, warum auch immer. Aber vertraut mir, genau so wird es gemacht. Ja, man integriert so sein MLO. Warum es jetzt nicht angezeigt wird, kann an der Tankstelle liegen, kann auch an dem Programm liegen, ich weiß es nicht. Wenn ihr hier mal unten guckt, es ist drin. Und nur das ist wichtig, dass es drin ist. Ja. Man kann jetzt natürlich, manchmal ist es so, dass es gar nicht jetzt angezeigt wird. Dann nimmt man das Ganze, das ist wie eine Art Ladehemmung bei CodeWalker. Man geht dann einfach hier drauf, speichert den Mist einfach ab. Hier nochmal, nicht vergessen, Calculate Extents, Calculate All Flex, da müsste hier eine 9 sein. Ja, so, das müsste drin stehen. Dann könnt ihr das Ganze einfach hier bei File, Save as, ja, macht es dahin, wo ihr es wollt. Genau, wir machen das jetzt hier, genau, bei uns im YMAP eigentlich soweit auch schon fertig ist, ja, also so passt die schon. Wir machen da jetzt auch erstmal nichts weiter dran. Genau, YMAP, wie gesagt, ihr könnt das schon in den Map-Ordner, Map-Tutorial, können wir das eigentlich schon reinmachen. Weil die ist fertig, ja. Die ist keine XML mehr, die ist komplett YMAP. Fertig. So. Können wir schon rausnehmen. Zack. Ja. Genau. Um das Ganze nochmal zu überprüfen. Ja. Wie gesagt, am Anfang, wenn man es reinlädt, ist normal, dass es nicht angezeigt wird. Ist ganz normal. Hat eine Ladehemmung. Da müsst ihr einfach das Ding speichern. Dann macht ihr hier. Achso, probiert es nicht mit CodeWalker Projekt speichern. Verknüpft es trotzdem nicht richtig, ja? Also wir können es mal machen, wenn ich zum Beispiel jetzt hier Save Projekt mache, ich speichere das irgendwo hin, mache hier bla bla, ja, Desktop zum Beispiel. Auch wenn es im selben Ordner ist, es spielt keine Rolle. Ist noch ein CodeWalker-Problem. So, wir haben es abgespeichert, dann mache ich jetzt einfach Close Projekt und mache ich wieder Open Projekt. Ja, von dem, was wir gerade abgespeichert haben, zeigt er trotzdem Fehler an, blab, erkennt die nicht, ja? Deswegen braucht ihr gar nicht das Projekt abzuspeichern, scheißegal. Am besten nur die YMAP abspeichern, dann schließt ihr das ganze Ding einfach. Und genau, dann wie gesagt, am besten CodeWalker nochmal starten und dann macht ihr einfach, wenn das hier alles new ist, warte mal, ein neues Projekt. Ja, wir können das hier auch schließen, um das gleich noch ganz zu zeigen. Nein, nicht speichern. So, dann geht ihr einfach, wenn ihr es neu gestartet hat, CodeWalker, einfach hier auf Open Files. Ja, und dann wählt ihr einfach eure Dings hier aus. Wo ist er jetzt? Map Tutorial, eure MyMap, zack. Und in den meisten Fällen zeigt das dann an. Okay. Und ja, dann habt ihr das hier alles drin. Bei mir, wie gesagt, zeigt das nicht an. Es muss irgendein Problem sein mit, ja, weiß ich nicht. Aber vertraut mir, so wird es gemacht. Ja, so macht man erstmal die ersten Schritte mit der YMAP. So. Dann ganz wichtig, nochmal gucken, ob das hier alles okay ist, genau, immer schön Calculate All Flex, Calculate Extents machen, wenn ihr irgendwas verändert. Allein schon die Position kann eure Extents hier verändern, ja? So, dann, wenn ihr das alles gemacht habt, zum Schluss könnt ihr auf Tools, dann steht Manifest. Vergessen auch sehr viele Manifest, ja? Einfach hier Generate drücken, Save Manifest. Das ist ein Verzeichnis, die alle Dateien, oder alle Objekte und MLOs und was weiß ich nicht. Alles, das ihr hier integriert habt.
In euer Projekt wird hier zusammengefasst. Das ist wie eine Art Ladeverzeichnis. Okay? Das ist wie zum Beispiel eure Festplatte und so weiter. Die ist ja auch untergegliedert. Und die haben alle so ein Verzeichnis, damit die wissen, okay, was muss ich aufgliedern? Ja? Was ist in diesen Ordnern drin und so weiter. Ja, deshalb ist die Manifest sehr, sehr wichtig. Auch hier nicht davor, vor dem Unterstrich, zum Beispiel hier, das ist falsch. Damit macht ihr die Datei kaputt. Ihr könnt gerne hinter Manifest oder hinter dem Ding, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Okay? Aber ganz links bleibt der Unterstrich. In besten Fällen, in sichersten Fällen, macht erst hinter Manifest nochmal einen Unterstrich und dann könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Okay? Wir machen jetzt hier Tutorial, damit wir es zuordnen können. Genau. Und auch die Datei ist JMF, keine XML mehr, die muss also nicht mehr umgewandelt werden. Die können wir auch direkt gleich im Map-Tutorial reinballern. Und fertig ist das Ganze. So, jetzt habt ihr, wie gesagt, alles Nötige, um erstmal euer Milo zu starten. Ja, wir können das hier erstmal schließen. Ja, so. Wir können auch schon Codewalker schließen. Das ist soweit erstmal alles fertig. Wir gehen dann hier in unser Map rein. Genau, und dann können wir hier uns aus unserem Projekt... Achso, nee, Moment. Wir müssen ja aus dem RPF Explorer noch die ganzen Daten holen. Die wurden ja im RPF Explorer umgewandelt. Ja, die sind hier drinne keine XML mehr. Ihr seht das hier, alles keine XML mehr. Das heißt, alles, was wir jetzt hier haben, ja, wirklich alles, ziehen wir einfach hier rüber. Das sind unsere Dateien, die wir sozusagen für Stream brauchen. Okay? Genau. Und so ist ungefähr schon mal der Grundaufbau. So. Genau, das wäre eigentlich das Wichtigste. Kommen wir erstmal jetzt zum, um unser eigenes DLC zu machen für den Stream. Also für euren Server. Ja, nennt man auch DLC. So. Wie gesagt, das Map-Tutorial ist nur für mich, damit ich weiß, okay, es ist ein Map. Ja, es ist zum Beispiel kein Vehikel oder kein Prop, sondern es ist eine Map. Das heißt, ein DLC, eine Karte. Und das hat der Name. Könnt ihr umbenennen, wie ihr wollt. Hier zum Beispiel ist auch, heißt anders, ja. Es ist nur für euch. Ihr könnt auch hier nur Tutorial hinschreiben. Ja, so. Aber wie gesagt, wie ihr einen Server aufsetzt, müsst ihr gucken. Gibt genug viele Tutorials. Eigentlich ist es ganz simpel. Runterladen, entpacken, das ganze Ding. Server-Config hier umbenennen. Und dann ist gut. Wenn euch das noch schwierig fällt, wir können gerne noch ein extra Video drüber machen. Sagt einfach Bescheid. Ja, genau. Also, wir müssen jetzt, wie gesagt, so einen Ressourcenordner machen hier. Bei 5M heißt es, glaube ich, anders. Aber im Prinzip ist es alles dasselbe. Es muss alles gestreamt werden. Okay? So. Also, hier habe ich schon den Ordner schon reingemacht. Mit Tutorial. Ja? Blablabla. So. Den können wir auch gerne erstmal löschen. Aber hier kommt der rein. Bei Ressources, also bei AltV. Dann müsst ihr das ganze Ding auch hier bei Dings noch definieren. Dass es sozusagen geladen wird im Stream. Fertig. Und schon ist sozusagen das alles hier fertig. So. Bevor wir aber das Ding hier reinmachen. Ihr seht, das hat alles einen besonderen Aufbau. Wir gehen hier rein. Ich habe hier Map Template, ist auch drin im Discord. Der sieht dann so aus. Okay? Wir kopieren das Ganze mal oder wenn ihr das schon fertig habt, könnt ihr das auch immer wieder nutzen. Ich mache es jetzt so für die Anfänger sozusagen. So, jetzt haben wir die drei Dateien. Ja? Stream CFG, Resource CFG und Stream. Bei 5M heißt das, glaube ich, Resources. Ja, da ist einfach nur definiert, was sozusagen geladen werden muss. Wichtig ist DLC-Typ. Ja, das ist ganz wichtig, dass sozusagen das Spiel erkennt, es ist ein eigenes Custom-DLC. Und dann einfach hier denkst. Das sind einfach nur Lade-Configs. Mehr nicht. Okay? Die ist aber ganz wichtig. Stream CFG besagt sozusagen, es steht alles in den Files drin. Ja. Ressource CFG sagt, nutze die Stream CFG zum Auslesen und so weiter. So, dann ganz wichtig. Wir können das hier alles schon außer Resources und Stream alles schon hier reinschieben. Dann ist in diesen Ordner, müsst ihr nicht, ist aber aufgrund des Aufbaus wichtig, dass ihr das vielleicht beibehaltet, weil so macht man auch Vehicles immer mit Assets. Da kommt aber noch Sounds und dies und ja, also deswegen, also ich habe es so beibehalten, nach Stream kommt Assets und da kommt alles rein, was ihr jetzt, ja, Assets, fertig. Ah, jetzt habe ich es natürlich doppelt, nee, nicht doppelt, also ich habe hier schon ein Vorfeld, ihr seht, wir können das gerne nochmal kurz rückgängig machen.
Ihr seht, in den Ersatzordner sind schon Custom-Dinger dran. Das ist nur zur Optik, damit ihr wisst, ungefähr was Wichtiges rein muss. Es muss, wie gesagt, eine Manifest drin sein. Es muss die Y-Type drin sein. Ja, ganz, ganz wichtig. Es muss die Y-Map drin sein. Es muss das alles drin sein, ja. Und dann eben euer verändertes Exterior. Das ist auch ganz wichtig, ja. Das veränderte Exterior. Das ist alles Interior hier, ja, und die Manifest. Und das Exterior, was er verändert hat, muss hier natürlich auch mitgestreamt werden. Sonst wären die Änderungen nicht wirksam. So, das können wir hier rauslöschen. Das ist, wie gesagt, nur, damit ihr ungefähr wisst, wie es ist. Der Aufbau, das alles reinschieben. So, tada, schon ist fertig unser eigenes DLC, was auf den Server gehört. Ja, so, dann kommt das hier bei Resources rein. Einfach hier rein kopieren. Genau. Wie gesagt, dann bei Server Config definieren, dass es geladen wird. Aktivieren, fertig.